So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Hollow Hills, ein neues Indie-Spiel, das ich jetzt spielen werde, von Nightwolf Games. Ist schon eine Weile draußen, und zwar seit dem 31. Dezember 2015, also schon eine ganze Weile. Aber ich habe es gestern auf IndieDB gefunden, ist kostenlos, kann sich jeder runterladen. Und ich fand, die Bilder sahen recht interessant aus. Also ich weiß noch gar nichts von dem Spiel, ich habe nur die Bilder gesehen. Und es hatte auf IndieDB eine Wertung von 9,0 von 10. So, scheinbar haben wir einen Autounfall gehabt. Oh Gott, die Sprintanimation ist schrecklich. Das war dein Auto. Interessante Grafik. Ich habe normalerweise ist so ein Bildschirmeffekt noch drauf, so Noise heißt das. Da wird halt der ganze Bildschirm so grisselig. Habe ich aber ausgeschaltet. Oh, was war das? Okay, gut, die Atmosphäre kann ich schon mal aufbauen. Woher kommen die Schritte? Meistens nicht. Da ist irgendwo Licht. Ah, okay. Ist man in einem Levelabschnitt. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Ich schätze mal maximal 2 Parts. Aber man kann auch nicht speichern oder laden. Also ist es wohl geplant, das in einer Session durchzuspielen. Grafik finde ich echt geil. Eieiei. Guter Jumpscare übrigens. Geht es hier auch? Nein. Dad. Hier vielleicht? Nein. Hallo? Auch nicht. Ja, das sieht echt aus wie eine Geisterstadt. Das ist echt interessant, wie es versucht, die Stimmung aufzubauen. Das sieht echt geil aus. This police car is blocking the road. Okay, dieses Polizeiauto blockt also die Straße. Deshalb können wir nicht durch, oder? Hm. Haben wir eine Taschenlampe oder so? Ja, ganz praktisch. Ich dachte gerade, das Auto fährt jetzt los. Ist ja gerade total in der Haus. Oder gehen wir dann dahin? Jetzt wechselt es gerade die Sounddatei von den Fußschritten nicht. Warum, warum? Das ist übrigens wie ein Zaun. Du kannst ja übertreiben. Zu welchem Apartment denn? Zu welchem Apartment? Der Schlüssel war eine Attrappe, also eine Falle. Die Ruhe selbst läuft hier langsam rum, während sie lauter Monster verfolgen.
Wo ich echt sag. Oh oh. Hallo. Wie geht's euch? Ja, da lauf mal dann rein. Mein Gott. Ich weiß nicht wohin. Versuchen wir es nochmal. Ah, sehr gruselig fand ich die Monster jetzt nicht. What the hell is going on here? Oh nein, nicht wieder von Anfang an. Nein, 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 nein. Ja, ja, schön für dich. Die Klappe. Oh Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde das jetzt rausschneiden, wie ich da nochmal hinlaufe. Und sage ich, falls ich es rausschneide, falls ich es nicht vergesse, sage ich bis gleich. Okay, dann versuche ich es mal. Also die Grafik ist mittlerweile natürlich tausendmal besser. Kann man gar nicht sagen. Also, ich habe jetzt bei jemandem nachgeguckt auf YouTube. Und war scheinbar doch das Polizeiauto. Here's a car key. Ja, dann lauf doch ein bisschen schneller, wenn es eine Falle war. Ah. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen, dass es automatisch wegfährt. What the hell is was zur Hölle? This place is ja, was so zur Hölle? Ja, was ist das für ein Boden? Metallboden. Haben wir nie gesehen. Home? Shouldn't this really a home? Hell. Hölle. Na, ja, das klingt ja schon mal ganz gut, ne? Wäre ich schon sehr ehrlich. Lade, lade, laden. Lade doch mal schneller. So. Da bin ich wieder ein bisschen heller. Oh Gott. Ah, sehr lustig. Voll Depp. Also ich gehe wieder. Ciao. Geh nicht. Oh je, oh je, oh je. Da war noch gerade Füße. Ach du Scheiße, der habe ich einfach gar nicht gesehen. Das ist ein netter Effekt. Schön, dass alles so hell ist, dass man alles sieht. Ah, jetzt er wieder. Also ich habe jetzt gerade bei dem anderen YouTuber geguckt. Da war das Spiel noch relativ hell. Mittlerweile ist es einfach so dunkel, dass man gar nichts mehr sieht. Okay, das hat man gesehen. Und hier ist man total verwirrt. Man kommt hier rein und es ist einfach alles dunkel. Da guckt keiner nach oben. Also das haben sie ein bisschen verschlechtert, dadurch, dass es so dunkel ist mittlerweile. Oder doch? Oh nein, man kann doch. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wäre gerne drin geblieben. Kann man jetzt in jeden Raum rein? Was zur Hölle? Was ist das überhaupt für ein Raum?
Wofür braucht das einen Raum? Geht doch die nächste Tür. Das ist ja nett. Dass ihr mir Licht anmacht. Ist aber sehr nett. Okay. Also verstehen wir uns mit dem Spiel nicht, oder? Ich habe noch keine Ahnung, was es geht. Oder wo ich bin, was ich hier mache. Ja, ich komme ja schon. Ich kann nicht aufmachen, tut mir leid. Ist abgeschlossen, tut mir leid. Der Mensch ist so nett, klopft, der hat ihn gerne reingelassen, aber... Leider geht das nicht. Oh je. Was sind das für Psycho-Räume? Steht einfach eine Kiste, mehr nicht. In normalen Spielen freut man sich, wenn man durch eine Tür durch kann, und hier denkt man sich einfach nur Scheiße, nein. Nicht schon wieder eine Tür. Alter, was ist das? Hui. Schön, ich hab ein Auge. Lichtschalter? Nein. Ich hab ein Auge. Das beruhigt mich einfach mal kein bisschen. Hm. Seems locked. Ach was. No shit. Was ist das? Ah. Ich habe immer mit Unreal Engine gemacht und jetzt fällt mir gerade ein. Also diese Textur kenne ich, dieses Objekt kenne ich, die Schublade kenne ich, das Schränkchen kenne ich. Die Türen kenne ich, glaube ich, auch. Das ist mit so einem Horror-Pack gemacht worden, mit dem ich auch arbeite. Okay, die Bilder kenne ich nicht. Alter, was ist das? Wer kriegt noch solche Bilder? Passiert da noch was? Scheinbar nicht. Was ist das? Ah. Was zur Hölle ist das? Oder das? Ich finde sowas immer ziemlich interessant, wenn in so Spielen so Bilder sind, die man angucken kann. Hier, das muss ich irgendwie aufbekommen, oder? Ja, oder auch nicht. Ich finde es interessant, dass die Türen irgendwie innen kleiner sind als außen, habe ich das Gefühl. Also zumindest in diesem Raum. So, mal schauen, welche Objekte ich noch wiedererkenne. Weak Bitch. Live forward. Für was denn leben? Hm? Dieser Raum gefällt mir nicht. Ich gehe raus. Hier finde ich es so ganz angenehm, ehrlich gesagt. Aber den Räumen, das ist echt pure Horror. Ich komme auf so einen Scheiß. Wie kommt man daraus, solche Räume zu machen? Eins, drei, ne, zwei, drei, nein, sechs, schreibe ich mal kurz auf. Zwei, drei, neun, sechs. Oh, vielleicht brauchen wir den Code ja nochmal.
Also ich habe ziemlich viel rumexperiert. Oh Gott, 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 oh Gott. Tschüss, ich bin schon weg. Wofür brauchen wir den Code denn jetzt? Nehmen wir die Tür zu. Komm mal nicht rein. Hier kommen wir nicht, auch nicht rein. Hier kommen wir rein. Kann ich hier irgendwo einen Code eingeben? Nein. Ja, dann bin ich wieder weg. Tschüssi. Wo kann ich diesen Code jetzt verwenden? Ich bin einfach total verrückt. Einfach gar nichts. Das ist doch scheiße. Das ist doch die Tür. Ah, jetzt. P. A. P. G. F. Was das wohl zu bedeuten hat? Vielleicht, wenn wir 2, 3, 9, 6, vielleicht müssen wir zuerst den zweiten Buchstaben, also B, dann den dritten Buchstaben, also C, dann in den neunten Buchstaben, I, glaube ich, und in den sechsten Buchstaben F, oder? B, E, F, ja, sechste Buchstabe F.